Noch mal eine Frage in die Runde. Fragen vom letzten Mal irgendwas? Na, no, anscheinend nicht. Okay. Gut, dann sollte jetzt losgehen. Ja, ich beginne mit der Folie der zweiten Vorlesung. Und zwar zunächst mal der Frage, was bedeutet eigentlich Fliegen technisch gesehen? Und dazu kann man Folgendes sagen, es bedeutet vor allen Dingen Auftrieb erzeugen. Ja, hier gibt es nämlich die Möglichkeit einerseits des statischen Auftriebs und des dynamischen Auftriebs. Und sagen Sie mir bitte ganz schnell, der statische Auftrieb, worauf beruht der denn, diese Auftriebskraft? Ja, oder eigentlich sagst du das Wort schon von selber, ne? Statischer Auftrieb. Also darauf letztlich, dass ich einen Flugkörper habe, der leichter ist als die Menge Luft, die er verdrängt. Das ist ja das Prinzip, wenn die Menge Luft, die ich verdränge, größer ist, schwerer ist als das Flugzeug selber, sprich es ist ein leichter Luftflugzeug, dann schwebt es. Und auch vielleicht das noch in dem Zusammenhang, was schätzen Sie denn, was wiegt? Also Luft hört sich ja erstmal so leicht an, ist es aber gar nicht. Was schätzen Sie denn, was ein Kubikmeter Luft wiegt? Oder vielleicht wissen Sie es ja. Bei Raumtemperatur und Umgebungsdruck. Wenn Sie raten würden, ist, wenn Sie da raten, wenn Sie wollen, können Sie auch einen Chat reinschreiben. Also man wird doch denken, ja, das kann nicht besonders viel sein. Es ist aber tatsächlich so, dass das Kilo Luft. Ach so, jetzt muss ich Sie fragen, meinen Bildschirm, den sehen Sie ja gar nicht im Augenblick. Kann das sein? Habe ich noch gar nicht freigegeben. So, aber jetzt, können Sie mir das bitte noch sagen? Also sehen Sie jetzt meine JC-Oberfläche und sehen Sie jetzt, Moment, die Präsentation? Bin auch jetzt noch nicht ganz auf dem Vollbildmodus. Nee, man Bei sieht nichts, also mir ich zumindest immer nicht. noch nicht. Okay, das Ja. ist schlecht. Gut, weil das hat diesmal nichts mit technisch, nicht so sehr mit technischen Schwierigkeiten zu tun, sondern dass ich vermutlich was vergessen habe. Also, ich mache das jetzt nochmal. Ich gehe noch mal kurz rein und raus, das hilft manchmal. Bin gleich wieder da. So. Und jetzt muss ich dann denken, mein Bild abzuschalten. Das ist nämlich der Fehler, den man manchmal machen kann. Und also auf ein neues sehen Sie meine JC-Oberfläche. Ja. Okay, und jetzt sehen Sie auch die PowerPoint-Präsentation, auch wenn sie noch nicht ganz offen ist. Ja? Ja, man sieht alles. Super. Okay, also fliegen heißt Auftrieb erzeugen. Und die eine Möglichkeit ist, ich habe ein Flugzeug, was leichter ist als die Menge Luft, die es verdrängt. Jetzt war die Frage, wie schwer ist denn ein Kilo Luft, ein Kubikmeter Luft? Und was mich immer erstaunt, das sind so ungefähr 1,2 Kilo. Also gar nicht mal so wenig. Also so ein Kubikmeter, so ein Klotz kann man ja gut so vor sich sehen. Also das ist doch, Luft ist gar nicht so leicht, wie man vielleicht meinen könnte. Und die andere Möglichkeit ist, dynamischen Auftrieb zu erzeugen. Und der dynamische Auftrieb beruht letztlich darauf, dass mein System, das fliegen soll, in irgendeiner Weise Masse ausstößt, und zwar nach unten, mit irgendeiner Geschwindigkeit v. Und hier führe ich jetzt, falls ich da nicht beim letzten Mal schon drüber gesprochen haben sollte, eine Größe, die in den Ingenieurwissenschaften sehr üblich ist, nämlich der Massenstrom M Punkt. Also M die Masse, das kennen Sie ja sicher. M Punkt ist nichts anderes gemeint als so und so viel Kilo pro Sekunde. Und zwar im Falle zum Beispiel eines Raketentriebwerks so und so viel Kilo pro Sekunde Abgas. Oder im Falle eines Hubschraubers so und so viel Kilo pro Sekunde Luft, die den Rotor nach unten durchströmt. Man kann dann sehr leicht zeigen, dass es im Grunde eine direkte Folge aus dem Newtonschen Axiom Kraft ist Masse mal Beschleunigung. Dass Kraft auch ist, Masse mal, also Massenstrom mal Geschwindigkeit. Ja, sodass also ich hier, wenn ich weiß, wie viel, mit welcher Geschwindigkeit die Luft aus der, oder das Abgas aus den Raketen, also das soll eine Raketendüse sein, ich glaube, erkennt man ja, ne? Hier habe ich eine Brennkammer, da wird unter großem Druck ein Brennstoff reingepumpt,
Also in der Brennkammer ist dann auch sehr, sehr hoher Druck, alleine schon aufgrund des Drucks des Kraftstoffs. Verbrennen, das bringt halt noch zusätzlich Geschwindigkeit. Ne? Heiße Luft wird in der Düse auf höhere Geschwindigkeiten beschleunigt als kalte. Und der Schub ist einfach M Punkt mal V. Das hätte ich jetzt normalerweise in der Tafel gemacht, diese leichte. Was jetzt kommt, ganz, ganz kleine Herleitung. Und das mache ich jetzt mal hier mit meiner Kamera. Wie ich dafür links noch freigeben muss. Das Licht ist Strom. Wir sagten, dass Strom nicht das Kraft ist, was in meiner Strahlung, sondern Strom ist etwas allgemeiner formuliert. Und zwar Wissen. Das klingt jetzt sehr, sehr grundlegend, ist es auch. Ja. Kraft ist des Körpers, also wenn es jetzt um Körper geht, hoffe ich, dass das wissen Sie ja auch bestimmt noch. Und das ist, also Impuls ist MIV. Nicht vektorieller Puls. So, und wenn Sie sich jetzt M mal V, wenn man das nach der Zeit ableitet, noch mal so einen ganz provokativen Punkt dazwischen. Was ist denn da mathematisch gesehen eigentlich zu beachten? Wenn der Mathematiker, der mal nicht weiß, was jetzt M und V bedeutet, nehmen wir mal an. Was würde der denn auf jeden Fall erstmal denken? Was muss ich hier eventuell beachten? Welche mathematische Regel beim Ableiten eines Produktes? Gibt so selige Produktregeln. Ja. Das machen wir normalerweise auch. Ist eine Konstante. Aber das muss es ja gar nicht sein. Wenn man sich dieses Raketentriebwerk anguckt, also mit der ganzen Rakete, die stößt ja Masse aus. Und das Gesamtsystem Rakete, da ist die Gesamtmasse keine Konstante, sondern es gibt einen Ausfluss an Masse aus dem System raus. Und unter den Umständen kann man Masse als nicht konstant ansehen. Und hier kommt jetzt also immer das, was man allgemein. Und normalerweise setzen wir diesen. Also wenn man so diesen üblichen Aufgabe, Stein fliegt durch die Gegend oder irgendwie sowas, da ist dann halt M-Punkt halt null. Die Masse des Steins ändert sich nicht, dann berücksichtigt man nur dieses Masse mal Beschleunigung. Aber genau genommen gibt es auch diesen Teil. Und gerade bei so einem, hier spielt genau das eine Rolle. Oder beziehungsweise da, genau darauf kommt es hier bei so einer Aufgabenstellung an. Ja, es geht um die Masse, die hier ausgestoßen wird, um den Massenstrom mal der Geschwindigkeit, das ist der Rückstoß. Und vielleicht können Sie sich jetzt auch denken, wenn Sie mal Feuerwehrleute sehen an einem Feuerwehrschlauch, ne, den halten die ja oftmals sogar zu zweit fest. Da tritt nämlich genau diese Kraft auf. Der Massenstrom aus dem Feuerwehrschlauch, das ist durchaus relativ viel, weil Wasser halt eine relativ hohe Masse hat, das kommt auch schnell da raus, da treten auch relativ große Kräfte auf. So, und was glauben Sie, ist das die Kraft,
durch die auch ein Flugzeug fliegt? Oder das Prinzip, liegt das da auch zugrunde? Also Sie haben ja bestimmt schon mal verschiedene Erklärungen gehört, warum ein Flugzeug fliegt, also warum am Tragflügel Auftrieb entsteht. Sicherlich auch eine Experimentalphysik-Vorlesung. Nicht sicherlich nicht, aber vielleicht, ja. Also, ich nehme es gleich vorweg. Ja, das ist auch am Tragflügel passiert das. Ich möchte jetzt mal kurz, um Sie dahin zu führen, mal verschiedene Systeme gegenüberstellen. Das aber noch beim Falle des Hubschraubers wäre es zum Beispiel so, dass man streng erstmal sagen würde, ich muss die Geschwindigkeitsdifferenz betrachten, nämlich die Zuströmungsgeschwindigkeit minus der Abströmgeschwindigkeit. Das muss man auch. Wie in der Übungsaufgabe dann aber gezeigt werden wird, kann ich V1 vernachlässigen. Warum? Das soll für den Moment mal offen bleiben. Das ist eine Übungsaufgabe, sich das zu überlegen. Ja, also auch hier reicht es nur V2 zu betrachten und den Massenstrom. Gut, hier ist noch so ein Vergleich mit dem Impuls, Pistole und Triebwerk. Fand ich in der Vergangenheit nie so ganz überzeugend. Die Folien überspringe ich jetzt mal, können Sie mal angucken. Vielleicht hilft das Ihnen ja. Letztlich geht es da auch um das, was ich Ihnen eben in der Formel hergeleitet habe. Gut, wenn man jetzt also, was man sich ja fragen kann, ist, warum, wenn wir von nach Wester Geier wohin fliegen, warum nehmen wir da keine Raketen? Oder warum nutzt nicht das Flugzeug zumindest sein Turbotriebwerk, richtet den Strahl nach unten und man reitet auf dem Strahl? Und es gibt ja tatsächlich Flugzeuge, die das machen, nämlich der sogenannte Senkrechtstarter, halt, wenn er startet. Und Hubschrauber nehmen wir zur Fortbewegung auch nur selten. Und jetzt, vielleicht haben Sie sich mal gefragt, woran das liegt, und jetzt kommt die Erklärung. Das hat nämlich was mit dem Energieverbrauch zu tun. Es ist nämlich so, hier tritt Fluid mit einer bestimmten Geschwindigkeit aus und mit einem gewissen Massenstrom. Und was würden Sie denken, wie geht die Geschwindigkeit in die Leistung ein, die ich hier brauche? Also ich muss ja hier dieses Gas, was in der Brennkammer noch Nullgeschwindigkeit hat, ja beschleunigen, dafür brauche ich Energie. Wie wird die Geschwindigkeit da eingehen und wie wird die Masse da eingehen in diese Leistung? Na, die Geschwindigkeit vermutlich quadratisch. Super, ja, okay. Genau. Die Geschwindigkeit geht quadratisch ein. Das ist einfach die Formel, 1/2 mv² ist die Energie. Und die Leistung wird bei so einem, in dem Fall durchströmten Geschichte, kriege ich einfach, indem ich die Masse nach der Zeit ableite. Also 1/2 mv² ist die Leistung. Und wie man sieht, die Geschwindigkeit geht quadratisch ein. Wohingegen? Der Massenstrom geht nur linear ein. Und das ist genau das Entscheidende, ne? Weil so eine Rakete, kann ich dann einen sehr großen Massenstrom realisieren? Was glauben Sie? Also bedenken Sie, der Massenstrom ist ja gleichzeitig der Brennstoff, den ich mitschleppen muss. Es ist immer ein bisschen schwer, Sie zum Antworten zu motivieren. Ich weiß nicht, will Sie auch nicht zu sehr quälen. Also wenn halt nichts kommt, dann gebe ich die Antwort. Also, da ich ja den gesamten Kraftstoff mitnehmen muss in der Rakete, kann ich mir keine allzu großen Massenströme leisten. Also M Punkt wird nicht sehr groß sein, sondern sehr klein, verglichen mit dem, was jetzt gleich kommt. Also muss die Geschwindigkeit sehr groß sein. Die Austrittsgeschwindigkeit. Das kriegt man auch hin, weil der Kraftstoff wird unter enormem Druck in die Brennkammer gepumpt, sowas um die 200 Bar, was für sich übrigens eine der größten technischen Herausforderungen bei einer Rakete ist. Man braucht nämlich eine entsprechende Kraftstoffpumpe und die muss man auch antreiben irgendwie. Und dann wird es ja noch furchtbar heiß, weil also das, und dadurch erreiche ich halt sehr hohe Austrittsgeschwindigkeiten in der Düse, also V wird sehr groß. Okay, damit kriege ich den nötigen Auftrieb, M Punkt mal V, erreicht die erforderliche Größe. Aber halt die Leistung, der Leistungsbedarf ist hoch, weil die Masse, die geht halt hier nur linear ein und die Geschwindigkeit, die sehr hoch ist, dann ist entsprechend der Leistungsbedarf extrem hoch. Also anders gesagt, das Verhältnis aus Leistungsbedarf und der Kraft, die ich erzeuge, dieses Verhältnis ist ungünstig. Ja? Viel Leistung für relativ wenig Kraft, unökonomisch. Beim Flugzeugtriebwerk ist es schon so,
dass ich ja Luft ansauge und die Luft, das werden wir auch später immer wieder hören, wird zum Gutteil einfach am sogenannten Kerntriebwerk vorbeigepustet, also eben durch den zentrale Triebwerk geht nur die Menge an Luft, die ich zur Energie, für den nötigen Energieumsatz brauche. Auch die wird hinten ausgestoßen, auch die mit einer erhöhten Geschwindigkeit. Aber kurz und gut, ich setze etwas deutlich mehr Luft durch. Also Endpunkt ist größer. Und der Schub, den ich erzeuge, der ist gleich oder zumindest proportional der Geschwindigkeitsdifferenz Austrittsgeschwindigkeit minus Eintrittsgeschwindigkeit. Eigentlich ist es sogar gleich. Ich weiß gar nicht, wo ich so proportional geschrieben habe. Ach so, weil man die Geschwindigkeiten nicht so genau definieren. Man muss ja genau gucken, welcher Luftstrom kommt wo raus. Okay, Adam und proportional. Aber proportional, das gilt auf jeden Fall. So, und hier ist es dann halt schon so. Und in die Leistung geht dann auch, ist auch in etwa proportional diese Differenz der Geschwindigkeitsrate. Ja, und weil halt der Massenstrom größer ist, muss der Geschwindigkeitszuwachs im Triebwerk nicht ganz so groß ausfallen und insofern ist das Verhältnis von Leistung und erzeugtem Schub schon etwas besser, aber nach wie vor nicht gut. Und deswegen baut man keine Flugzeuge, die auf ihrem Triebwerksstrahl reiten, außer halt dem Senkrechtstarter und der benutzt das auch nur in der Startphase und beim Landen. Nebenbei bemerkt, wenn ihr irgendwie ein Flugenthusiast dabei ist, kennen Sie eigentlich den klassischen Senkrechtstarter? Das wird eigentlich nur im militärischen Bereich benutzt. Das ist der sogenannte Harrier, den haben die Engländer gebaut. Senkrechtstarter mit Düsenjäger. Gut, beim Hubschrauber, und Sie merken schon, wo es in die Richtung geht, da der saugt über seinen Rotor halt eine gewisse Luftmenge an, M Punkt, die wird mit V2 nach unten ausgestoßen. Dieser Massenstrom ist schon deutlich größer als der des Triebwerkes. Insofern muss V2 nicht ganz so groß ausfallen. Die Austrittsgeschwindigkeiten des Düsentriebwerks, die liegen so im Bereich der Schallgeschwindigkeit, also 300 Meter pro Sekunde. Die Abströmgeschwindigkeiten beim Hubschrauber, die dürften so in der Größenordnung von, 40, 50 Meter in der Sekunde liegen. Hängt natürlich von der Masse des Hubschraubers ab, aber so ungefähr. Also sprich, die Geschwindigkeit ist deutlich geringer, weil der Massenstrom deutlich größer ist. Und insofern wird es immer ökonomischer, das Verhältnis von aufgewendeter Leistung zum Auftriebskraft. Ja, und jetzt schließlich der Flügel eines Flugzeuges. Da wäre natürlich überhaupt die Frage, inwieweit wird denn der Luft nach unten beschleunigt? Gut, jetzt sehen Sie es hier schon. Ja, Sie sehen, der Flügel wird von der Luft umströmt und er hat einen gewissen Anstellwinkel. Und daraus resultiert lokal am Flügel eine gewisse Abwärtsbewegung der Luft, also ein Abwind, auch Downwash im Fachjargon genannt. Ja, so, und was würden Sie sagen, der Massenstrom, was gilt da für den Massenstrom bei so einem Flügel? Also Sie denken, der Flügel ist sehr lang. Flugzeug fliegt auch durchaus relativ schnell. Also wird dieser Massenstrom sehr groß. Und darum darf die Downwash-Geschwindigkeit oder der Abwind sehr klein sein. Und auch hier kann man wieder sagen, der Leistungsbedarf ungefähr gleich einhalb diesem riesigen Massenstrom mal dieser sehr kleinen Abwärtsgeschwindigkeit. Und wie was Kleines quadriert, wird noch kleiner und darum kommt man halt zu einem sehr guten Verhältnis aus Leistung, aufgewendeter Leistung und der erzeugten Kraft. Jo. So, und jetzt wissen Sie auch vielleicht auch schon, warum zum Beispiel Segelflugzeuge so extrem lange Flügel haben. Ja, da wird genau das ausgenutzt. Man möchte durch den sehr langen Flügel, habe ich eine sehr große Masse, die ich leicht nach unten beschleunige und dafür diese sehr, sehr große Masse dementsprechend ist an sich der Downwash geschwindigkeitsmäßig sehr gering und damit habe ich einen sehr geringen Leistungsverbrauch. Denn diese Leistung, die muss aufgebracht werden. Sei es noch vom Motor des Flugzeuges oder aber halt beim Segelflugzeug dadurch, dass ich bergab fliege. Ja? Und dann sozusagen potenzielle Energie verbrauche. Dazu Fragen? Schauen wir mal rüber in den Chat. Ihr könnt mich nach wie vor hören, vielleicht könnte das einer noch bestätigen und sehen. Ja, alles gut. Okay. Gut, da soll es auch bei bleiben, weil wie gesagt, heute habe ich ein anderes Netz.
Physikalisch gesehen, wenn es hier nach unten strömt, da gibt es einen Gedanke, der einem da kommen könnte, so ein Fragezeichen. Wenn es irgendwo nach unten strömt, die Luft kann man in dem Zusammenhang durchaus als inkompressibel ansehen. Also eine Frage könnte sich einem da aufdrängen. Ja, wäre doch die Frage, wenn es irgendwo runterströmt, muss es anderswo auch raufströmen aufgrund der Massenerhaltung. Und das dem ist natürlich auch so. Hinter einem Flugzeug strömt die Luft nach unten, das ist halt der Downwash oder der Abwind. Und das erzeugt dann links und rechts vom Flugzeug entsprechende Aufwinde. Und das formt dann insgesamt diese zwei riesigen Wirbel im Nachlauf eines Flugzeugs, wie man es hier sehr schön in dieser Fotografie erkennen kann. Ja. Wobei halt dieser Downwash, der erzeugt dann halt die Auftriebskraft auf das Flugzeug. So. Das ist eine der Erklärungen, warum ein Flugzeug fliegt. Ich mag sie, weil sie so schön einfach ist. Sie haben aber bestimmt manche von Ihnen im Physikunterricht noch mindestens eine ganz andere Erklärung gehört. Vielleicht auch nicht. Also ich habe mir auch überlegt, ich habe auch so eine Vorlesung im Petto, warum fliegt ein Flugzeug? Da ist dann eine, unter anderem diese Erklärung drin, es gibt noch zwei andere. Die zweite, das haben Sie bestimmt gehört, ist die, dass man sagt, okay, die Luft über dem Flügel ist schneller als da drunter, darum ist da der dynamische Druck über dem Flügel kleiner als drunter. Das heißt, ich kriege eine Druckdifferenz, also das Argument sind hier unterschiedliche dynamische Drücke, so Bernoulli und so, ne? Und die dritte Erklärung ist, dass diese Umlenkung der Luft Fliehkräfte erzeugt, die auf die Luft wirken. Diese Fliehkräfte muss das Flugzeug kompensieren. Das sind also drei unterschiedliche Erklärungen für die gleiche Sache. Sind auch alle drei richtig, widersprechen sich auch nicht. Fragen kann man natürlich, wie kommt es, dass es da drei so unterschiedliche Erklärungen gibt. Das soll jetzt aber für den Moment mal offen bleiben. Gut. Mit dieser Folie, so viel zum Thema Auftrieb. So, und warum Flugzeug, warum man sozusagen den Auftrieb am liebsten mit dem Flügel erzeugt und das Triebwerk dient dann nur dazu, die dabei auftretenden Verluste durch Reibung und halt durch die Tatsache, dass ich der Luft beschleunige, dass ich hier Luft in Bewegung setze, diese Verluste zu kompensieren. So, und wie Sie ja sicherlich wissen, es gibt Propellerflugzeuge und es gibt Düsenflugzeuge. Und das Propellerflugzeug fliegt langsamer oder wird dann immer dann genommen, oder der Propeller wird immer dann genommen, wenn man was langsamer fliegt und das Düsentriebwerk, wenn man relativ nah an die Schallgeschwindigkeit rankommen will. Also jenseits der 600 Stundenkilometer. Und das hat auch einen Grund. Es ist nämlich tatsächlich so, der Propeller ist ökonomischer. Also das Propellerflugzeug, der Propeller hat einen besseren Wirkungsgrad letztlich als das Turbotriebwerk. Das heißt also, wenn es nicht so schnell gehen soll, ist man mit dem Propeller einfach besser bedient. Der Grund, warum auch viele so kleinere, so Regionalhüpfer, die nicht so schnell fliegen, dass die halt oftmals ein Propellertriebwerk haben. Selbst wenn der Propeller selber dann nochmal von der Turbomaschine angetrieben wird, das sind halt die sogenannten Turboprop-Triebwerke, ne? Aber es sind halt aerodynamisch gesehen vor allen Dingen mal Propellertriebwerke. Der Grund, dass man aber beim Flugzeug, also wenn es schnell gehen soll, zum Turbotriebwerk übergeht, das liegt einfach am Leistungsgewicht. Da hatte ich beim letzten Mal ja ziemlich lang drüber geredet, darum reite ich da heute nicht nochmal drauf rum. Fakt ist, das Turbotriebwerk hat ein viel besseres Leistungsgewicht. Also mit anderen Worten, bei einem bestimmten Gewicht kann ich viel mehr Energie umsetzen. Und die Frage ist, warum brauche ich die viele Energie? Nun, es ist so, auch hier wieder Experimentalphysik, wenn es turbulent strömt, das muss man dazu sagen, wie ändert sich die Kraft mit der Strömungsgeschwindigkeit? Das werden Sie vielleicht nicht unbedingt mehr wissen. Vielleicht kam es auch in Ihrer Experimentalphysik-Vorlesung gar nicht dran. Also es ist so, wenn ich einen Flugkörper, oder auch meinetwegen kann auch irgendwas sein, irgendeinen Körper habe, der einen CW-Wert CW hat, das ist der Windwiderstandsbeiwert, CW-Wert vom Auto beispielsweise, und hat eine angeströmte Fläche A, also hier kommt dann die konkrete Größe des Objektes mit ins Spiel. Und das Fluid hat eine Dichte Rho und also eine Fortbewegungsgeschwindigkeit C0. Dann ist die Kraft, wie Sie sehen,
genügt dieser Formel und da geht die Geschwindigkeit ins Quadrat ein. Das gilt für turbulente Strömungen. Laminare Strömungen, da geht es nur linear mit der Geschwindigkeit. Turbulente geht es quadratisch. Das heißt also, wenn ich doppelt so schnell fliegen will, habe ich die vierfache Widerstandskraft zu überwinden. Energetisch schon mal ungünstig. Ja? Und was die Leistung angeht, da ist es nun so, Leistung, also Energie ist ja Kraft mal Weg. Also diese Kraft muss ich mit dem Weg, zurückgelegten Weg multiplizieren. Und dann komme ich auf die Energie, die ich brauche. Und Kraft mal Weg durch Zeit ist Leistung. Und Weg durch Zeit ist Geschwindigkeit, soll heißen, um auf die Leistung zu kommen, muss ich hier den Ausdruck für die Kraft nochmal mit der Geschwindigkeit multiplizieren und darum steht hier Geschwindigkeit hoch 3. Ja, außerdem geht da die Zähigkeit der Luft noch ein, wobei ich mich jetzt gerade frage, warum ich die hier vergessen habe. Und habe mich gerade etwas mehr nochmal auf die... Ach Quatsch, das ist die Wirkungsgrad des Antriebs, genau, der Wirkungsgrad, der geht natürlich auch noch ein. So. Das heißt also, wenn ich anstatt mit 400, so, und jetzt kommen mal ein paar Zahlenbeispiele, die also irgendwie realistisch sind, also zwei motoriges Propellerflugzeug, möge zwei Motoren haben, die haben zusammen 2800 Kilowatt Leistung, also sind schon was kräftiger, und damit fliegt das Flugzeug 400 Stundenkilometer und hat ein Abfluggewicht von 12 Tonnen. Ja. Triebwerke haben zusammen 2 Tonnen Gewicht. Wenn ich jetzt die Geschwindigkeit verdoppeln will auf 800 Stundenkilometer, um welchen Faktor muss dann die Leistung anwachsen? Verdopplung der Geschwindigkeit heißt ja Verachtfachung der Leistung. Das heißt, die 2,8 Kilowatt mal 8 komme ich erstmal auf diesen sehr hohen Wert. Und das heißt, ich brauche dann noch 8 mal so viel Triebwerke. Das Triebwerk, wenn das aber wie in diesem Beispiel was wiegt es? 2 Tonnen mal 8 sind wir bei 16 Tonnen. Das ganze Flugzeug wog aber nur 12 Tonnen. Das heißt, es geht nicht. Ja? Ich schaffe mit den Kolbenmotoren beim allerbesten Willen nicht die hohe Fluggeschwindigkeit. Das Flugzeug wird zu schwer. So. Und da kommt dann das Strahltriebwerk zum Einsatz, weil das hat ein viel besseres Leistungsgewicht. Ja? Der Energieverbrauch und Leistungsverbrauch, da ändert sich leider nichts dran. Aber man schafft es, weil halt das Leistungsgewicht besser ist. Was das übrigens auch zeigt, ist, dass es energetisch gesehen viel besser ist, sich langsam fortzubewegen. Ja? Das ist einer der Gründe, warum Schiffe relativ ökonomisch fahren oder warum man generell große Lasten eher langsam transportieren sollte, dann braucht es weniger Energie. Entspricht zwar nicht dem Zeitgeist, muss ja alles immer schneller gehen, aber mal grundsätzlich ist das besser. So, das ist also der eine Grund, warum ein Turbotriebwerk bei hohen Geschwindigkeiten einfach auch nehmen muss. Und der andere Grund, und das erkläre ich jetzt nicht näher, das ist ein bisschen schwieriger herzuleiten, das sollten Sie mir einfach glauben, der Wirkungsgrad des Propellertriebwerks und des Turbotriebwerks ändert sich auch mit der Fluggeschwindigkeit. Und zwar, der Propeller hat einen sehr guten Wirkungsgrad bei Fluggeschwindigkeiten bis immerhin 500 Stundenkilometer, also das ist ja schon ganz gut. Danach wird er aber schlechter, warum auch immer. Wohingegen das Turbotriebwerk, also das, was man Düsentriebwerk oder Laie nennt, da wird der Wirkungsgrad mit zunehmender Fluggeschwindigkeit immer besser. Genau genommen ist das der sogenannte Vortriebswirkungsgrad. So dass also auch aus Wirkungsgradsgesichtspunkten es besser bei hohen, also wenn man schnell fliegen will, dann Schallgeschwindigkeit wären ja ungefähr 1000 Stundenkilometer, man fliegt dann typischerweise mit 800 bis 900 Stundenkilometer, wenn man schnell fliegen will, dann nimmt man dann halt ein Turbotriebwerk. So, auch hier frage ich nochmal Fragen soweit. Okay. Wir bewegen uns ja auch schon langsam auf die erste Pause zu. Ich bin noch nicht sehr weit gekommen, aber der hintere Teil der Vorlesung geht deutlich schneller als der vordere. So, nachdem ich also erklärt habe, warum man überhaupt ein Turbotriebwerk nimmt, jetzt kurz so eine, ich hoffe, so halb anschauliche, halb physikalische Herleitung, wie so ein Strahltriebwerk funktioniert. Und schön ist immer erstmal der Vergleich mit dem Raketentriebwerk. Beim Raketentriebwerk sieht es ja so aus, ich habe eine Brennkammer, wo ich ein Gas verbrenne, da entsteht eine gewisse Temperatur T4. T4, warum das T4 ist, wird gleich deutlich, und ein Druck.
Und ja, warum mache ich das heiß? Weil in der Düse beschleunigen meine Gasteilchen auf die Geschwindigkeit V9. Warum das 9 ist, wird auch gleich klar werden. Bei Beschleunigung, und wenn man ins Vakuum beschleunigt, also wenn das jetzt so eine Satellitenschubdüse ist, dann kann ich die Austrittsgeschwindigkeit relativ einfach nach dieser Formel hier ausrechnen. Da geht dann die Temperatur in der Brennkammer ein, die Wärmekapazität, also Cp ist die Wärmekapazität, und die Masse der Moleküle. So. Und das gilt für die Geschwindigkeit des Einzelmoleküls, was hier rausfliegt. Und für die Gesamtkraft gilt natürlich, sie ist gleich dem Massenstrom mal dieser Austrittsgeschwindigkeit, die hier auch V mal als V unendlich bezeichnet wird. Das setzt man immer dann, wenn man ins Vakuum expandiert. So, und hier wird schon klar, um viel Schub zu erzeugen, brauche ich viel Massenstrom. Das hatte ich heute schon ein paar Mal gesagt. Und eine hohe Austrittsgeschwindigkeit. Und für die hohe Austrittsgeschwindigkeit, man sieht es, brauche ich eine hohe Temperatur in der Brennkammer. So, und den hohen Druck brauche ich außerdem, um diese hohe Temperatur in der Düse dann auch entsprechend umsetzen zu können, ohne darauf jetzt weiter einzugehen. Ja, so dass also ein Turbotriebwerk, Entschuldigung, ein Raketentriebwerk so aussieht. Ich habe hier Kraftstofftanks und dann entsprechende Turbopumpen, die von entsprechenden übrigens auch Turbomaschinen angetrieben werden, um dann erstmal meinen Brennstoff überhaupt in die Brennkammer reinzukriegen durch entsprechendes Pumpen, und dann wird expandiert. So, und weil, wie gesagt, ansonsten Raketentriebwerk ökonomisch sehr ungünstig ist, weshalb man ihn halt nur für Raketen nimmt, weil da geht es nicht anders, weil im Weltall gibt es keinen Sauerstoff. Wohingegen, wenn wir in der Atmosphäre rumfliegen, machen wir es anders. Das Triebwerk atmet von draußen Luft, die ja zu 80% aus Stickstoff besteht, die mit einer Geschwindigkeit V0 eintritt. Und wir verdichten die Luft mit einem Verdichter. Also dieses Symbol Kreis mit zwei Strichen ist ein Verdichter. Das heißt, der Druck erhöht sich, typischerweise auf 20 bis 30 Bar im Turbotriebwerk. Dann muss Energie zugeführt werden durch Verbrennung. Dafür muss Kraftstoff, sprich Kerosin, nochmal reingepumpt werden und wird verbrannt. Dadurch steigt die Temperatur. Der Druck steigt nicht, aber die Temperatur. Und dann expandiere ich die Luft wieder in einer Düse. Und weil die heiße Luft beim Expandieren höhere Geschwindigkeiten erreicht, oder beziehungsweise da mehr Energie frei wird, also in Form von kinetischer Energie, als ich vorher in den Verdichter reinstecken muss, habe ich insgesamt einen energetischen Gewinn. Oder anders gesagt, die Luft strömt mit einer Geschwindigkeit von 9 aus der Düse aus, die viel höher ist als die Geschwindigkeit von 0, mit der sie ja eingetreten ist. So könnte ein Triebwerk oder kann auch ein Triebwerk funktionieren, also Verdichter, Verbrennung und dann eine Schubdüse. Und dann Schubdüse, die Düse. So, soweit könnte es gehen. Es gibt auch tatsächlich Triebwerke, die so funktionieren. Allerdings eine Frage stellt sich jetzt noch. Wenn Sie mal den Verdichter angucken. Der Verdichter muss ja mit irgendwas angetrieben werden, ne? Also das Luftverdichten braucht Energie. Die muss irgendwo herkommen. Und es soll tatsächlich Triebwerke geben, die dann hierfür zum Antrieb des Verdichters sowas wie einen Kolbenmotor nehmen, auch wenn ich das noch nie gesehen habe, aber heißt es, das gibt's. Viel naheliegender und auch eigentlich auch Sinn, also normalerweise besser, ist es, man baut in das Triebwerk noch eine Turbine ein, da wird die Luft entspannt, es wird der Luft mechanische Arbeit entzogen und die wird dem Verdichter zugeführt. Darum sitzen Verdichter und Turbine auf einer Welle, also dieser schwarze Strich soll eine Welle sein. Das Ganze dreht sich. Weil aber, wie gesagt, bei der Expansion mehr Energie frei wird, in Form von mechanischer Arbeit, als ich vorher beim Verdichten reingesteckt habe, ist es so, dass die Luft auch hinter der Turbine immer noch Druck hat und ist immer noch warm, und sodass ich in der Schubdüse dann immer noch hohe Geschwindigkeiten erreichen kann. Nicht mehr ganz so hoch, weil etwas Energie hat meine Turbine ausgezogen, aber ich erreiche immer noch hohe Geschwindigkeiten, die deutlich über der Eintrittsgeschwindigkeit. Und wenn es hinten schneller rausströmt als vorn reinströmt, ist der Impuls vergrößert worden. Wenn der Impuls zunimmt, habe ich Schub nach der Formel. Schub ist Massenstrom mal der Geschwindigkeitszunahme. Ja. Und es ist tatsächlich sogar möglich, so etwas ohne Verdichter zu bauen. Das gilt allerdings nur für sehr hohe Fluggeschwindigkeiten. Also wenn man über vierfache Schallgeschwindigkeit fliegt,
dann entstehen hier an so einer entsprechend geeignet geformten Nase und auch hier im Innern Verdichtungsstöße, sodass die Luft also schon durch den Aufstau sich stark verdichtet und auch erwärmt übrigens. Und dann reicht es, wenn ich hier Kraftstoff einspritze, der verbrennt und expandiert das wieder in der Düse und erhalte Schub. Also so fliegen, naja, das hat eigentlich auch nur militärische Anwendung. Marschflugkörper, die halt mit vielfacher Schallgeschwindigkeit fliegen. Es gibt dann ein Triebwerk, das tatsächlich ohne ein einziges bewegtes Teil auskommt, wenn man mal hier von der Kraftstoffpumpe vielleicht absieht, die man noch gegebenenfalls braucht. Es sei denn, man hat auch, der Brennstoff ist Festbrennstoff oder steht hier im Tank von Natur aus schon unter Druck. Ja. Ansonsten, wenn man jetzt nicht gerade mit so ultrahohen Geschwindigkeiten fliegt, bedient man sich halt dieser Kombination aus Verdichter und Turbine, damit das Ganze funktioniert. Ansonsten ist es im Prinzip das Gleiche. Und das ist dann ein Jet-Triebwerk. Jet für das englische Wort, also dieser Strahl, der hinten rauskommt, der wird auf Englisch Jet genannt. So, und auch das sei noch erwähnt. Ach so, ganz wichtig, das kommt in der Vorlesung jetzt noch mehrfach dran. Die Turbine wird ja von dem heißen Abgas durchströmt. Und es ist nun tatsächlich so, dass die Schaufeln, die ich da hier in die Luft halten muss, in die Strömung, das heiße Abgas, dass die, um das zu überleben auf Dauer, müssen aktiv gekühlt werden. Sprich, die Abgastemperatur liegt über der Schmelztemperatur der Turbinenschaufeln. Und diese Kühlung bewerkstellige ich mit Luft, die die Schaufel zum einen von innen kühlt und dann aus den Schaufeln austritt und ein Kühlfilm um die Schaufel legt. Und diese Luft muss ja auch irgendwo herkommen, die wird vorher dem Verdichter abgezapft. So, und auch das sei noch erwähnt, diese Anordnung hier nutzt man aber nicht nur zum Fliegen, sondern auch im Kraftwerk zur Stromerzeugung. Da baut man dann die Turbine ein bisschen anders, dass die Luft noch weiter expandiert, führt das dann entsprechend in den Schornstein und treibt dann mit dieser Maschine einen elektrischen Generator an und produziert Strom. Das ist dann das Gasturbinenkraftwerk. Es wird heute übrigens typischerweise mit sogenannter Kraft-Wärme-Kopplung verbunden. Weiß jemand, was das ist oder was damit gemeint ist? Das ist das heiße Abgas, die Wärme, die ist ja eigentlich schade, die zum Schornstein rauszujagen. Insofern wird dann hier in den Abgaskanal noch ein Wärmetauscher reingehalten und damit dann Warmwasser fürs Heizen von Häusern erzeugt. Und das ist also die Grundidee von so Blockheizkraftwerken, wie wir sie hier in Berlin ja auch haben, dass ich zum einen Strom erzeuge und die Abwärme, die wird dann in die Fernwärmeleitung der Stadt eingespeist, um dann Häuser zu heizen. Gut. Damit würde ich sagen, können wir Pause machen. Also ein bisschen vor der Zeit. Ich habe Ihnen hier die Folien jetzt nochmal einzeln in die PDF rein gemacht, damit Sie das, weil die Animation, die funktioniert natürlich in der PDF nicht. Ja, wenn Sie an der Stelle noch Fragen haben, können Sie gerne jetzt stellen. Ansonsten dann machen wir gute 5 Minuten Pause. Und dann mit 42 sagen wir mal Pause bis 16:48 Uhr, okay? Okay, bis gleich. Ja, gut, zurück von der Pause. So, die Aufzeichnung läuft jetzt auch weiter. Nochmal die Fragerunde, hören Sie mich, wenn da einer was sagen könnte, und sehen Sie noch meinen Bildschirm? Ich zeige jetzt hier nochmal
Präsentation. Ja. Okay, alles klar. Guti. Ja, ich hoffe, ich habe Sie so in etwa mit der Funktion des Triebwerks vertraut gemacht. Hier nur eine Zeichnung, wo die wichtigsten thermodynamischen Größen als Funktion des Ortes mal aufgetragen sind. Wie Sie sehen, gibt es hier eine Temperatur. C, wie gesagt, steht für Geschwindigkeit in der Strömungsmechanik. P für Druck. Wie Sie sehen, ist an dem T noch, Groß T noch so ein Klein T dran und an dem Druck auch. Das steht für Totalgröße. Was eine Totalgröße ist, werde ich Ihnen noch in einer der nächsten Vorlesungen genauer überhaupt erklären. Vielleicht erinnern Sie sich dann noch an der Experimentalphysik-Vorlesung. Sonst erzähle ich es Ihnen noch. Letztlich steckt da, für den Moment ist das erstmal die Unterscheidung nicht ganz so wichtig. Was man hier vor allen Dingen sehen soll, ist, dass wie sich die Geschwindigkeit entwickelt. Da müssen wir am Anfang gucken, es gibt auch eine Zuströmgeschwindigkeit, die hier so ungefähr bei 300 Meter in der Sekunde liegt. Das ist halt so die Geschwindigkeit, mit der ein Flugzeug, Passagierflugzeug fliegt. Und wir sehen hier die Austrittsgeschwindigkeit, die bei so einem Einstromtriebwerk, also weil ja alles geht durchs sogenannte Kern, also das ist ja immer ein Kerntriebwerk, alle Luft geht durch ein Kerntriebwerk. Die Austrittsgeschwindigkeit ist viel höher, wie Sie sehen, vielleicht 550 Meter in der Sekunde. Ja? Und das ist halt dadurch möglich, dass die Luft halt heiß ist und hier in der Düse wird sie beschleunigt. Das heißt also, die Austrittsgeschwindigkeit ist größer als die Eintrittsgeschwindigkeit und das hatte ich jetzt noch gar nicht so ausführlich erwähnt. Also der Schub, ja, ich hatte es ja vorhin schon gezeigt. Ich springe mal zu einer der ersten Folien zurück. Der Schub ist halt einfach die Differenz der Geschwindigkeiten mal dem Massenstrom. Ja? Austrittsgeschwindigkeit minus Eintrittsgeschwindigkeit. Nebenbei bemerkt, das kann man hier schon auch euch erklären, warum muss ich denn nicht nur die Austrittsgeschwindigkeit berücksichtigen, sondern auch die Eintrittsgeschwindigkeit? Stimmt, das war hier diese Folie, die ich übersprungen habe, das war nämlich eine der didaktischen Aussagen, doch, das muss ich doch erzählen. Warum auch der Eintrittsimpuls eine Rolle spielt. Also stellen Sie sich vor, Sie haben so eine Pistole und schießen, dann gibt es ja eine gewisse Rückstoß auf Ihre Hand. Und wenn man vorstellt, ich würde jetzt am laufenden Band schießen, hätte damit irgendwie einen Massenstrom im Punkt, dann gäbe es auch eine permanente Kraft auf die Hand. Ne? So, und das ist halt das Gleiche, das Triebwerk stößt nach hinten Luft aus und es gibt eine Kraft nach vorne. Okay. Aber jetzt stellen Sie sich vor, Sie schießen mit der Pistole in so einen Sack rein, dann überträgt das ja auch einen Impuls auf den Sack. Und das Gleiche passiert mit dem Triebwerk. Das Triebwerk saugt von vorne Luft an und die kommt auch mit einem gewissen Impuls an, bringt den mit und das bremst. Ja? So, sodass ich also mir auf den einerseits die Kraft angucken muss, Austrittsgeschwindigkeit mal Massenstrom, das ist das, was hinten sozusagen im positiven Sinne an Kraft entsteht, aber es gibt auch einen negativen Beitrag und das ist Massenstrom mal Eintrittsgeschwindigkeit. Und die Kraft, die ich dann letztlich erzeuge, ergibt sich aus der Differenz. Also Massenstrom mal Geschwindigkeitsdifferenz. So. Jetzt. Ja, okay, also die Geschwindigkeit der Luft beim Austritt ist größer als beim Eintritt, dadurch gibt es Schub. So, und jetzt sehen Sie noch die Temperatur, wie sie sich verändert. Und ich gehe jetzt mal nicht so sehr auf die Details ein, aber der größte Temperaturanstieg, den gibt es natürlich in der Brennkammer. Beim Verdichten steigt die Temperatur allerdings auch an. Dann sinkt die Temperatur wieder. Das liegt allerdings nur daran, dass hier Luft, Kühlluft beigemischt wird, damit die Turbineneintrittstemperatur nicht zu hoch ist und die Schaufeln nicht wegschmelzen. Nichtsdestotrotz müssen sie immer noch gekühlt werden. Und in der Turbine sinkt dann die Temperatur, weil ich der Luft nämlich Arbeit entziehe. Und diese Arbeit kann letztlich nur aus der Temperatur kommen. Und dann bleibt die Temperatur konstant. So, was den Druck angeht, sehen Sie, der Druck steigt im Verdichter natürlich stark an. In der Brennkammer bleibt er ungefähr gleich. Es ist halt Verbrennung bei gleichbleibendem Druck. In der Turbine wird der Druck dann stark abgebaut.
bleibt dann konstant. Es ist genau genommen der Totaldruck, wie gesagt, das kommt immer noch mal ausführlicher. So, gut, im Vergleich zum Kolbentriebwerk, da gehe ich heute nicht noch einmal drauf ein, das hat man beim letzten Mal ja schon sehr ausführlich gemacht. Und auch, was ich Ihnen da erzählt habe, ich habe es heute nochmal durchgelesen, das ist im Wesentlichen auch das, was ich beim letzten Mal da alles schon gesagt habe, sodass ich das jetzt auch jetzt nochmal überspringe, höchstens vielleicht noch hier ein paar Formeln, die nochmal darauf den Unterschied eingehen zwischen Explosionsmotor und halt der Turbomaschine. Ja. Aber an sich ist das all das, das wie gesagt, und sonst lesen Sie sich nochmal durch, das wie gesagt, habe ich beim letzten Mal alles schon erzählt. Gut, das war jetzt also hier sozusagen das Kapitel, ja, Turbomaschineaufbau und Verlauf der thermodynamischen Größen in der Maschine. So, jetzt mit dieser Grafik sollen jetzt diese komischen Nummern erklärt werden, die Sie eben schon mal gesehen hatten, also T4, V9 und so weiter und V0. Es hat sich eingebürgert, die einzelnen, wie man so sagt, Stationen im Triebwerk und in der stationären Gasturbine durchzunummerieren und dann die entsprechenden thermodynamischen Größen wie Geschwindigkeit, Druck und Temperatur oder auch Dichte damit zu indizieren. Also sprich, die Zuströmgeschwindigkeit heißt V0, macht ja auch Sinn. Die Abströmgeschwindigkeit heißt dann allerdings konsequenterweise V9, weil die letzte Station in der Maschine hat halt die Nummer 9. Und jetzt gehen wir es mal durch. Also Eintritt des Triebwerks ist die Station 1, also 0, damit ist gemeint weit vor dem Triebwerk. Der Eintritt des Verdichters wird mit 2 bezeichnet. Der Eintritt der Brennkammer mit 3, also und Eintritt Brennkammer ist logischerweise Austritt Verdichter, das ist ja mal klar. Der Austritt Brennkammer bzw. Eintritt in die Turbine mit 4, Austritt Turbine 5. Gut, dann kommt der Nachbrenner, der wird in dieser Vorlesung allerdings höchstens am Rande erwähnt. Und auch diese weitere Düse, die hat man auch nur dann, die Schubdüse, die baut man immer ein. Dann halt, also Eintritt dieser Düse, engster Querschnitt, Austritt. Da sehen Sie auch entsprechende Nummern. So, und jetzt habe ich ja schon mehrfach erklärt, also beim modernen Triebwerk wird ein Großteil der Luft einfach am Triebwerk vorbeigeblasen, weil das energetisch günstiger ist. Hier muss ich die Luft dann nur sehr wenig beschleunigen. Dafür habe ich einen sehr großen Massenstrom. Nachbrenner könnte man da theoretisch auch einsetzen, wenn ich da noch kein Beispiel für kenne. Ansonsten die Nummern sehen Sie ja, also wenn man hier außen in diesem Kanal ist, dann schreibt man noch eine 1 davor und ansonsten sind die folgen die Nummern der gleichen Logik. Das ist also die Nummerierung der einzelnen Bezugsebenen, wie man es auch nennt, im Turbo-Triebwerk oder Turbo-Fan-Triebwerk, diese erste große Verdichter hier vorne nennt man auch den Fan, also den Bläser. So, und das sollte, glaube ich, jetzt keiner nicht allzu viele Fragen aufwerfen. Ansonsten können die aber auch jetzt gerne gestellt werden. So, und hier einmal, das ist so wahrscheinlich so mit das einzige Mal in dieser Vorlesung, dass ich einen Kreisprozess zeige. Es handelt sich hier ja um, also thermische Strömungsmaschinen können halt, also thermische dynamische Prozesse im Rahmen von thermodynamischen Prozessen spricht man von Kreisprozessen, wenn es irgendetwas ist, was sich wo ein System immer wieder in seinen Ausgangszustand zurückgebracht wird. Und es gibt den geschlossenen Kreisprozess, damit wäre dann irgend sowas gemeint wie ein Kolben und ein Zylinder, wo es keine Ein- und Auslassventile gibt. Und bei diesen Maschinen die Luft atmen und Abgas ausstoßen, spricht man von offenen Kreisprozessen. Und üblich ist es dann, den Verlauf zum Beispiel der Enthalpie und der Entropie an den verschiedenen Stationen des Prozesses aufzuzeichnen. Genauso finden Sie aber auch Darstellungen von Temperatur und Entropie. Im Zusammenhang mit der Turbomaschine ist aber die Enthalpie eine besonders wichtige Größe und die Enthalpie ist eine Form, die Energie zu bemessen, die in der Strömung steckt. So, und wie Sie sehen, sehen Sie hier die Änderungen von der Enthalpie, die
beim Verdichtungsprozess offensichtlich anwächst und beim Verbrennungsprozess auch und beim Expandieren abnimmt und beim Ausstoßen gleich bleibt. Und die Entropie wächst dabei kontinuierlich an, soll heißen, alle diese Prozesse, wo hier Entropiezunahme stattfindet, liegt letztendlich daran, dass ich entweder Wärme zuführe oder halt, dass Reibung auftritt. Ja, im Prozess, wo ich keine Wärme zuführe und keine Reibung auftritt, da wird auch die Entropie gleich bleiben. Ist hier aber, Sie sehen, es gibt auch einen Schritt, wo die Entropie gleich bleibt, und zwar beim Aufstau der Luft vor dem Triebwerk. Dabei nimmt die Entropie nicht zu. Und beim Ausstoßen in der Düse, also in einer Station 9, da nimmt die Entropie auch nicht zu. Gut. Das soll aber, was Kreisprozesse angeht, schon reichen für diese Vorlesung. Aber erwähnt werden muss das natürlich. So, und ich komme jetzt zu einem Diagramm von ganz zentraler Bedeutung, wo es mich darum geht, und einer Formel, wo es darum geht, auszurechnen, wie viel Schub ein Triebwerk erzeugt. So, allgemeine Schubformel für Turbojet-Triebwerke. Sie sehen hier die Geschwindigkeit C9, das ist der Austritt der Schubdüse. Und Sie sehen die Geschwindigkeit C0, also die Fluggeschwindigkeit. Und damit auch die Geschwindigkeit, mit der die Luft hier von vorne auf das Triebwerk zukommt. Wie Sie sehen, die Austrittsgeschwindigkeit wird multipliziert mit dem Massenstrom plus Zusatzterm. Und diese Eintrittsgeschwindigkeit halt auch, nur dass da ein Minus vor ist. Das heißt also, das hier vorne gibt einen positiven Beitrag zum Schub und das hier hinten, der Lufteintritt hat leider einen negativen Beitrag. Das sind die dominanten Terme in dieser Gleichung. So, und jetzt gibt es hier noch den Punkt plus MB, also Massenstrompunkt B. B steht für Brennstoff. Warum muss ich das mit berücksichtigen? Ja, der Brennstoff wird ja sicherlich mit dem Abgas hinten mit ausgestoßen, trägt also positiv zum Schub bei. Und dann gibt es noch die sogenannte Zapfluft. Was könnte das denn sein? NZ ist die Zapfluft. Wofür könnte die denn gebraucht werden? Und die wird offensichtlich hier dem Prozess entzogen, das ist ein Minus. Wofür könnte das denn gedacht sein? Da geht es um die Kabinenbelüftung. Das Flugzeug braucht ja auch Luft, also die Leute in der Kabine zum Atmen. Die muss ja auch irgendwo herkommen. Denn die Luft außen, wenn man in 10.000 Meter Höhe fliegt, oder auch schon geringere Höhe, ist der Luftdruck ja zu niedrig, wo man könnte da schlecht atmen. Also muss die Luft von außen, die Luft außen, der Druck erhöht werden, und dafür nutzt man dann auch den Verdichter und zapft dann irgendwo auf halbem Wege im Verdichter die Luft ab. Dann ist es auch gleich schon ein bisschen wärmer geworden. Das ist damit gemeint. Ja, und dann halt, und dann gibt es noch einen Beitrag des statischen Drucks. P0 ist der Druck außen vorm Triebwerk und P9 ist der statische Druck in dieser Ebene 9. So, und wie man sieht, geht hier dann die Fläche der Düse hinten ein. Man könnte sich jetzt fragen, warum nicht auch vorne die Eintrittsfläche eingeht. Sei mal, ich würde sagen, das für den Moment einfach mal dahingestellt. Was ja wohingegen Sinn macht, ist, wenn ich hier hinten einen anderen statischen Druck habe als vorne, dass das dann auf diese Flächen eine Kraft ausübt, die dann letztlich nicht null ist. Glaube ich, ist klar, ne? Also wenn der Druck hier am Austritt seitlich höher ist als eintrittseitig, würde es eine Kraft nach vorne geben, sonst umgekehrt. Und diese Druckdifferenz muss halt mit der Fläche multipliziert werden, dann wird auch eine Kraft raus. So, und nun kommt die Frage, wo entsteht eigentlich jetzt der Schub im Triebwerk? Und diese Formel gilt fürs ganze Triebwerk. Und hier sehen Sie mal die einzelnen Beiträge. Also aufgrund des statischen Druckes, der hier im Verdichter ansteigt, gibt es eine sehr große Kraft, die den Verdichter nach vorne drücken will.
weil innen drin der Druck einfach größer ist als, also nach Verdichtung größer ist als davor. Bei der Turbine ist es genau andersrum, da ist der größere Druck hier in der Mitte und hinter der Turbine ist er geringer. Darum erzeugt das eine Kraft in die Gegenrichtung. Hier in dem Bereich, wo die Strömung einfach ein bisschen langsamer wird auf die Brennkammer zu, das erzeugt auch eine große Kraft nach vorne. Der Diffusor, kaum zu erkennen, erzeugt also viel Kraft nach vorne, die Brennkammer sogar auch ein bisschen. Und auch dieses Übergangsstück hier, wo die Luft verzögert, erzeugt eine Kraft nach vorne, wohingegen, man sollte es nicht meinen, die Schubdüse eine negative Kraft erzeugt. Also die Schubdüse selber trägt nicht für sich genommen zum Schub bei, sondern im Gegenteil, sie bremst sogar, trotzdem nennt man sie nicht Bremsdüse, weil sie ist natürlich für die Funktion des Gesamtsystems wichtig. Nichtsdestotrotz, sie selber erzeugt keinen Schub, sondern im Gegenteil, sie bremst sogar. Gut, insgesamt ergibt sich so aber eine Kraft nach vorne. Und das hier sind jetzt durchaus Werte für ein typisches Triebwerk. Also ähnlich Rolls-Royce Avon. Also Rolls-Royce stellt ja zum Beispiel Triebwerke her. Sodass, wenn man jetzt fragt, wo entsteht der Schub im Triebwerk? Ja, ganz sicher nicht in der Schubdüse, sondern etwas flapsig, könnte man sagen, überall. Ja, alle Komponenten leisten ihren Beitrag, manche allerdings einen negativen. Okay. Ja, gut, hier erkläre ich dann nochmal, was die Zapfluft ist. Gehe ich natürlich jetzt nicht nochmal durch. Ach, die wird übrigens nicht nur für die Kabinenbelüftung verwendet, sondern auch für Enteisung, also dass die Flügelvorderkanten und der Triebwerksvorderkante nicht vereist. Sperrluft, damit ist gemeint, also in den Triebwerkslagern, damit da keine Abgase eindringen und gegebenenfalls noch sonstige pneumatische Antriebe. Aber okay, Zapfluft, ja. Kabinenbelüftung kann man sich vielleicht am besten. Gut, und dann gibt es noch die, zu dieser Schubgleichung, die die allgemeine Schubgleichung ist, gibt es hier auch noch eine sogenannte simplifizierte Form, wobei ich diese Formeldarstellung jetzt gar nicht so simpel finden kann. Aber Aussage ist ganz ähnlich, wenn ich irgendwelche Aus- und Eintrittsflächen habe in einem irgendwie gearteten Objekt, das muss noch nicht mal ein Triebwerk sein, wo jeweils ein Massenstrom im Punkt durchgeht und eine jeweilige Geschwindigkeit C vorliegt. Ja. Wobei C jetzt also nicht auf allen Flächen gleich sein muss und entsprechende Ein- und Austrittsflächen gibt, wo entsprechende statische Drücke vorliegen. Dann kann ich hier über diese Ein- und Austrittsimpulse summieren und über diese statischen Kräfte und erhalte so insgesamt die Kraft, die auf diese Komponente wirkt. Gibt dann auch eine Übungsaufgabe, wo man diese etwas ja, simplifizierte Form des Impulssatzes dann auch verwenden soll. Gut. Steht ja aus dem Text auch nochmal vor, also diese Gleichung besagt, dass die Summe aller Impulse aus und so weiter, können Sie da mal selber durchlesen. Gut. So viel erstmal zur Theorie. Ich habe jetzt einen Einschub, der vielleicht ein bisschen weniger trocken ist, nämlich zur Geschichte des Triebwerks. Aber vielleicht haben Sie bis hierhin ja schon mal noch Fragen. Ich erkunde mich auch nochmal, ob Sie noch mich hören und sehen können. Können Sie mich noch hören? Ja. Alles klar, gut. Ja, also die Idee, also was es, muss man sagen, bevor das Triebwerk kam, gab es schon stationäre Gasturbinen. Also die Dinger, die am Boden rumstehen und Strom produzieren. Und es war dann so, dass zeitgleich in Deutschland ein Physiker, und zwar der Herr von Oheim, auf die Idee kam, nachdem er selber mal mit einem Propellerflugzeug geflogen war als Passagier und das so fürchterlich laut war, er hat sich überlegt, kann man das nicht besser machen? Also tatsächlich Anstoß zum Turbotriebwerk war tatsächlich der Lärm. Und er kam dann halt auf die Idee eines solchen Strahltriebwerks und hat dann mit eigenen Mitteln in einer Göttinger Autowerkstatt ein Modelltriebwerk bauen lassen. Das ist nicht er selber, sondern der Betreiber der Autowerkstatt, der dieses Modell gebaut hat. Und das wurde dann im Hof eines der Physikalischen Institute in Göttingen ausprobiert. Es hat nicht wirklich funktioniert. Es hieß also, die Flammen haben hinten rausgeschlagen und der
Ja, aber es hat nicht wirklich funktioniert. Und der Automechaniker soll dann gesagt haben, naja, also Herr von Oheim, immerhin, die Flammen sind hinten rausgeschlagen, jedenfalls das kann Ihnen keiner mehr nehmen. Und dieser an sich ja Fehlversuch führte aber dazu, dass erkannt wurde, doch, die Idee ist gut. Und von Oheim, hier ist jetzt ein Foto, ist dann zu den Flugzeugwerken nach Rostock gegangen, zu den Heinkelwerken. Und dort wurde dann in den nächsten Jahren ein erstes funktionstüchtiges Triebwerk gebaut. Das Ganze war allerdings dann schon im Hinblick auf den Ersten Weltkrieg, also das war schon, sollte dann militärischen Anwendungen dienen. Also beziehungsweise das Versuchstriebwerk selber noch nicht. Das ist dann hier in dieses Versuchsflugzeug eingebaut worden. Hier sehen Sie, das ist ein Nachbau, den Sie im Deutschen Museum, in dem Fall in Bonn, anschauen können, wenn Sie da mal sind. Also dieses Versuchsflugzeug ist dann wirklich geflogen. Ja. Mit dem Triebwerk. Das sind dann auch einige aerodynamische Verbesserungen gegenüber dem allerersten nicht funktionstüchtigen Prototypen vorgenommen worden, natürlich. Also man sieht hier einen Verdichter mit mehreren Stufen. Die letzte Stufe ist ein Radialverdichter. Brennkammer sitzt außen und expandiert wird in dem Fall eine radiale Turbine. Was das ist, wird in den nächsten Vorlesungen noch klarer werden. Ja. Was war das erste Flugzeug, der erste Triebwerk aus Deutschland? Und zeitgleich kam Frank Whittle in Großbritannien auf eine ähnliche Idee und hat ein ähnliches Verfahren, also Unterfangen verfolgt, hatte am Anfang weniger Unterstützung, hat dann letztlich aber auch, dann meines Wissens erst nach dem Zweiten Weltkrieg, dann auch seine Whittle-Engine wirklich bauen können, die dann auch wirklich ein Flugzeug angetrieben hat und die auch durchaus ähnlich aufgebaut ist. Also auch er nutzt sogenannte Radialverdichter und Radialturbinen. Nee, stimmt nicht. Die Turbine ist eine Axialturbine, aber Radialverdichter. Und diese komischen Büchsen hier außen, das sind die Brennkammern. Also man brauchte derer sehr viele. Also schon damals war Verbrennung, war durchaus ein Thema. Wie verbrenne ich so, dass die, bitteschön, die Flamme in der Brennkammer brennt und nicht noch in der Turbine. So, und auch das finde ich immer schön zu erwähnen. Wann kam eigentlich jemand auf eine Idee? Es kommt nämlich auch durchaus manchmal vor, dass jemand seiner Zeit voraus ist und hat eine Idee, die einfach für die Zeit noch nicht reif ist. Und das hier ist eine Erfindung oder ein Patent aus dem Jahre 1921, wo jemand schon mal genau das erfunden hat. Das sieht jetzt hier noch so ein bisschen generisch aus, wie man sagt, aber das war, also wäre vielleicht so in dieser Form kein funktionstüchtiges Triebwerk gewesen, aber es hat schon alles, was das echte Triebwerk auch hat, nämlich einen Verdichter, eine Turbine, Brennkammer, und hat auch einen Kraftstofftank gedacht und dann Zündung und auch, wie man das Ganze anlassen kann. Und diese Erfindung ist einfach dann in Vergessenheit geraten. Es wurde nicht beachtet und auch nicht wieder, hat man vermutlich erst im Nachhinein den überhaupt erst wiedergefunden. Jo, also sowas gibt's auch. Und auch das, in Amerika hatte man Anfang der 20er tatsächlich auch schon mal eine Studie angestellt, wo man auch dieses Konzept betrachtet hat und kam dann ganz richtig zu dem Schluss, dass sich ein Turbotriebwerk erst ab, die haben dann geschrieben, ab 57 Stundenkilometern überhaupt erst lohnt, was auch in etwa richtig ist. Und weil damals Flugzeuge viel langsamer flogen, kam man zu dem Schluss, das bringt's nicht und hat das dann auch derartige Überlegungen nicht weiter verfolgt. Also später hat man es dann halt doch gebaut. Wie gesagt, auch, die haben schon richtig gerechnet, für hohe Fluggeschwindigkeiten, soll heißen, jenseits der 600 Kilometer pro Stunde. So. Also einen historischen Rückblick, nur so ein bisschen was muss ein Triebwerk eigentlich leisten? Klar, es soll das Flugzeug antreiben. Genau genommen ist es aber sind es aber viele Ziele und Anforderungen, die das Triebwerk erfüllen muss. Und damit kommt man dann auch in den Bereich der ingenieurwissenschaftlichen Entwicklung. Ja, man macht eine Vielzieloptimierung. Also, mal grundsätzlich die zu bewegende Masse, das ist ein weiter Bereich, 100 Kilo bis 100, naja, 1000 Tonnen, das ist sehr viel. Aber vielleicht die ganz, ganz großen, okay. Reichweite, sehr unterschiedlich. Fluggeschwindigkeit, Mach 25, auch sehr, sehr sportlich. Also die meisten Flugzeuge fliegen unter Mach 1. Und man fliegt am Boden genauso wie bis in den nahen Weltraum. Ja, was muss das Flugzeug kennen? Leistung entsprechend der Flugaufgabe K. Klar. Hohe Zuverlässigkeit, logisch, geht um Sicherheit. Soll klein sein, also was das Volumen angeht, aber geringes Gewicht.
Niedriger Brennstoffverbrauch nach Möglichkeit, niedrige Umweltbelastung, das bezieht sich auf Schadstoffe und Lärm, niedrige Lebenswegkosten, damit ist gemeint Kaufpreis und Wartung. Und das Triebwerk muss auch noch die Energie- und Luftversorgung des Flugzeugs sicherstellen. Das mal zu den allgemeinen Anforderungen. So, und hier könnte man nochmal grundsätzlich unterscheiden zwischen luftatmenden Triebwerken und Raketen. Also sprich, ja, die halt keine Luft atmen. Oder man könnte auch sagen, Durchströmtriebwerke und Ausströmtriebwerke. Und natürlich ist es so, das Raketentriebwerk, das verwerte ich nur überall da, wo gar keine Atmosphäre ist. Und Raketen fliegen halt in den luftleeren Raum. Darum komme ich da um das Raketentriebwerk nicht drum rum. Wohingegen, wenn ich in der Atmosphäre fliege, ist es halt besser, ich atme die Luft und damit ja sozusagen eine Komponente meines Treibstoffs, wenn man so will, und muss halt nur sonst nur den Brennstoff noch mitnehmen. Und das wäre also so mal die ganz grundsätzliche Unterscheidung. Und wenn man jetzt luftatmende Triebwerke hat, dann geht's wieder los. Ich kann einen Kolbenmotor antreiben, habe ich heute auch schon ein paar Mal erwähnt, oder ein Strahltriebwerk bauen, das ist das Turbotriebwerk. Das Strahltriebwerk Strahltriebwerk, okay, gut, das kann sich auch nochmal unterteilen. In Raketentriebwerk ist auch ein Strahltriebwerk, genau. Und das luftatmende Triebwerk. Hier oben bei der Unterscheidung, ob ich im Weltraum rumfliege oder in der Atmosphäre. Dann wird unterschieden zwischen Kolbentriebwerk und Strahltriebwerk, dann zwischen Raketenantrieb und Luftantrieben angetrieben. Dann mit Verdichter oder der sehr seltenen Variante ohne Verdichter. Das wäre zum Beispiel dann das Staustrahltriebwerk oder Pulsationstriebwerk oder halt mit Verdichter. Und dann gibt's halt Verdichter, wo eine Turbine den Verdichter antreibt und das halt den sehr, sehr seltenen Fall, dass ich im Kolbenmotor den Verdichter antreibe. So, und wenn ich also mit der Turbine den Verdichter antreibe, dann gibt's wiederum die Fall Turbojet und Turbofan und Turboprop. Turbojet heißt, jage alle Luft auch durch die Brennkammer. Turbofan ist das, was heutzutage üblich ist. Da leibe ich einen Großteil des Lufts an dem Triebwerk vorbei durch den Fan. Und Turboprop heißt es, ich habe vorne einen Propeller und das Turbotriebwerk liefert nur die mechanische Energie für den Propeller. Diese Unterscheidungen sollen hier mit, werden hier nochmal auf eine andere Art und Weise nochmal dargestellt, nämlich dass vielleicht fokussiere ich mich erstmal auf die üblichste Form des heutigen Triebwerks, nämlich dieses hier, das Zweistromtriebwerk. Wie Sie sehen, ein Gutteil der Luft geht nur durch den Fan und dann am restlichen Triebwerk vorbei. Der Rest wird dann verdichtet, geht durch die Brennkammer und es wird wieder expandiert. Und man hat zwei Wellen. Eine Welle für einen schnell laufenden Verdichter und Turbine und eine Welle für einen langsam laufenden Verdichter und Turbine. Und was glauben Sie denn, warum brauche ich denn zwei Wellen? Also was könnte mein Grund sein, dass ich hier ja diese zweite Welle langsam läuft? Ich hatte es beim letzten Mal nämlich einmal schon mal erwähnt. Ja, der Grund ist, dass der Fan hat einen sehr großen Durchmesser und ich möchte nicht, dass die Schaufelspitzen in den Überschall kommen. Darum muss der Fan langsam drehen, darum muss dann zwangsweise auch der Niederdruckverdichter und die Niederdruckturbine langsam drehen. Das ist ein Ärgernis, das ist nicht günstig, aber heute so wird es heutzutage gemacht. Oder vielleicht können Sie auch schon denken, man ist auch dabei, es gibt doch da schon Abhilfe, wie könnte ich das schaffen zu entkoppeln, dass der Verdichter und Turbine schnell drehen kann und der Fan trotzdem langsam läuft? Brauche ich noch ein weiteres Bauteil? Ein Getriebe? Genau, das ist der Getriebefan. Das ist sozusagen aktuelle Entwicklung. General Electric ist da meistens das ist schon ein bisschen weiter als Rolls-Royce. Ein Getriebe zwischen Fan und dem Rest. Was erhöht den Wirkungsgrad? Da kann ich die Turbokomponenten schneller laufen lassen. Das ist besser, wird es auch kleiner durch. Was glauben Sie denn, warum man Angst hat, so ein Fan, also so ein, warum man das nicht schon immer eingebaut hat, ein Getriebe, welche Angst man da hat? Das sind noch mehr lose Teile, ja, würde ich sagen. Ne? Was ist, wenn das Getriebe den Geist aufgibt? Das wird sehr, sehr hoch belastet und man hat halt einfach Angst, dass das kaputt geht. Und dann sieht es ja ganz schlecht aus, darum. Aber wenn es klappt, ist Getriebefan eine gute Sache. Genauso gibt es aber auch hier dieses Einkreistriebwerk.
Also Sie sehen in dem Fall noch mit einem Propeller vorher dran. Das ist das sogenannte Turboprop-Triebwerk, auch wenn es hier nicht dran steht. Luftschraube, Wellentriebwerk, Luftschraube. Also Turboprop nennt man sowas. Turbo, weil Turbotriebwerk und Prop, weil das ein Prop-Fan ist, also Propeller-Fan. Achso, dann gibt es dann noch das Triebwerk ohne den Prop-Fan dran. Das ist das, was man typischerweise in Düsenjäger einbaut. Also ein einfaches Strahltriebwerk. Und das Strahltriebwerk mit Nachbrenner, das baut man erst recht in Düsentriebwerk ein. Haben Sie vielleicht schon mal gehört, wofür ist der Nachbrenner gut? Also ich habe hier ja heißes Abgas, was aus meiner Turbine austritt und dann verbrenne ich tatsächlich nochmal. Spritze nochmal hier Kraftstoff ein, hier nach der Turbine und expandiere dann nochmal in der Düse. Das erzeugt nochmal extra Schub, das ist natürlich gut. Aber ist ja ein bisschen komisch, man fragt sich, warum spritze ich nicht allen Kraftstoff direkt hier in die Brennkammer ein? Warum nach der Turbine? Und der Grund ist halt, und das werde ich in der Vorlesung noch mehrfach anwenden, bis nach wie vor kann man nicht die maximal mögliche Brennkammertemperatur bei der Verbrennung von Kerosin ist zu hoch für die Turbine. Das hält die Turbine nicht aus, trotz Kühlung. Also muss man Luft, man verbrennt und mischt dann wieder Luft zu. Das ist ein Ärgernis, das ist energetisch ungünstig. Muss man aber machen und die Turbinenschaufel muss man trotzdem noch kühlen, damit die Turbine es überlebt, im Abgas sich aufzuhalten. Das heißt aber, dass die Luft hier hinten dann noch Sauerstoff enthält. Der Sauerstoff kommt nicht komplett verbrannt. Und weil ich hier auch nach der Turbine noch Druck habe, dann kann ich jetzt hier nochmal Kraftstoff beimischen, damit die Temperatur nochmal erhöhen und dadurch noch zusätzlichen Schub in der Schubdüse erzeugen. So. Das hat insgesamt führt zu einem relativ schlechten Wirkungsgrad, also es ist nicht ökonomisch. Aber beim Jagdflieger ist das ja nicht so wichtig. Da geht es halt darum, wenn der Jagdflieger, also wenn der vor allen Dingen für Abfangjäger, wenn die halt richtig schnell hoch müssen, dann schalten die halt den Nachbrenner ein. Oder genauso gegebenenfalls, ich bin jetzt kein Militär, ich vermute im Luftkampf werden sie den auch benutzen, weiß ich nicht genau. Und es gibt auch ein einziges Flugzeug, das auch Nachbrenner benutzt hat. Das Flugzeug gab es mal. Wissen Sie, welches das ist? Es flog auch Überschall. Also es war ein Überschallflugzeug. Es war die Concorde. Also die konnte auch Nachbrenner zuschalten. Ja. Gut, und dann gibt es jetzt hier Triebwerke, die ohne dieses ganze rotierenden Komponenten auskommen müssen. Die können insofern, und die nur ausnutzen, dass sich die Luft aufstaut vor dem Triebwerk. Und da wird zum einen mal hier das Flatterventiltriebwerk genannt, pulsierendes Staustrahltriebwerk, da kommt ganz zum Schluss noch ein Foto, eine Abbildung. Das sehen Sie hier, also das wurde auch dann in dem Fall als allererstes mal für einen Marschflugkörper benutzt, also hat alles erstmal seine militärische Anwendung. Also kurz und gut, man hat hier kleine Ventilchen, muss man wirklich sagen, am Eintritt und zündet das Gemisch dann weil immer mal wieder, und was dann passiert ist, dass die, wenn ich das Gemisch zünde, dann gehen die Ventile zu und das heiße Abgas pufft hinten raus, dann wartet man ein bisschen, dann strömt wieder Luft ein, man spritzt Kraftstoff ein und dann zündet man erneut und dann gehen die Ventilchen hier wieder zu und es gibt wieder einen Schuss nach hinten. Das ist das pulsierende Staustrahltriebwerk. Bei sehr hohen Fluggeschwindigkeiten kann ich aber einfach nur den Aufstau, wie gesagt, ausnutzen. Da muss ich wirklich im Überschall, vielfachen Überschall fliegen. Das ist das, was ich erklärt habe. Spritze nur noch Kraftstoff ein und expandiere dann. Und nach diesem Prinzip soll auch dieses Staustrahltriebwerk also das funktioniert tatsächlich bei Marschflugkörpern, die halt, wie gesagt, jenseits von Mach 4 fliegen. Und das hier, das sollte mal zu einem ganz bestimmten Flugzeugkonzept führen. Vielleicht haben Sie davon mal gehört. Das ist auch letztlich nie gebaut worden. Also wo ich sogar noch den Rumpf des Flugkörpers selber nutze zum Aufstauen der Luft. Er muss natürlich auch mit vielfacher Schallgeschwindigkeit fliegen. Ach so, und es soll dann hier möglichst die Strömung auch nach wie vor permanent im Überschall gehalten werden. Also sie soll mit überschallmäßig in die Düse hier eintreten und überschallmäßig raus und dann wird noch Kraftstoff eingespritzt.
Und das führt dann zur sogenannten Überschallverbrennung. Hat meines Wissens nie wirklich funktioniert. Also sprich, das ist Science Fiction. Gut, und dann jetzt hier noch die verschiedenen Varianten des Raketentriebwerks. Da gehe ich jetzt aus Zeitgründen jetzt nicht mehr drauf ein. Können Sie sich ja dann, habe ich in der Vorlesung auch schon erklärt, also mal, dass man es hier mit Turbopumpen überhaupt erstmal einen Düsepump, den Kraftstoff oder halt die Feststoffrakete, also wie hier, also sprich Prinzip Silvesterrakete. Ja. Gut, viele Konzepte und halt wie gesagt, im zivilen Bereich wird normalerweise das Zweistromtriebwerk verwendet und im militärischen das Strahltriebwerk oder einfaches Strahltriebwerk, gegebenenfalls mit Nachbrenner. Oder halt kleinere Maschinen, die aber schon ein bisschen mehr Wumms haben sollen, die verwenden Turboprop-Triebwerk. Also Regionalhüpfer. Ja, warum Zweistromtriebwerk? Ich hatte es beim letzten Mal ja schon versucht zu erklären. Es ist, oder wissen Sie es noch, ne? Es ist, wenn ich die Wahl habe, relativ wenig Luft stark zu beschleunigen oder viel Luft wenig, da habe ich auch am Anfang dieser Vorlesung schon nochmal erklärt, das ist mal das gleiche Prinzip, weil halt in die Energie und damit den Leistungsbedarf die Geschwindigkeit quadratisch eingeht, in den Schub geht die Geschwindigkeit hingegen linear ein, die Masse, der Massenstrom hingegen geht in den Schub und in die Leistung jeweils in beiden Fällen linear ein, kann man sich klar machen, es ist besser, viel Masse durchzusetzen und diese wenig zu beschleunigen, das ist energetisch günstiger. Und das erreicht man halt mit dem Triebwerk mit Fan. Ja. Drückt sich, das kann man natürlich auch in Formeln ausdrücken, und zwar im sogenannten Vortriebswirkungsgrad. Also das gießt dann das in Formeln, was ich Ihnen hier so anschaulich versucht zu erklären. Der Vortriebswirkungsgrad eines Triebwerks ist gegeben als, wie Sie sehen, 2 durch 1 plus Austrittsgeschwindigkeit zu Eintrittsgeschwindigkeit. Ja, dieser Quotient ist am nächsten, kommt er am 1 ran, wenn C9 gleich C0 ist, also wenn ich die Luft nicht beschleunige. Allerdings kriege ich dann auch keinen Schub. Und wenn ich, wenn ich halt Außen- und Eintrittsgeschwindigkeit nicht zu weit voneinander entfernt sind, dann ist dieser Quotient hier, dann ist er zwar kleiner, 1, aber nicht viel kleiner. Und ich habe halt einen relativ guten Vortrieb. So, und so schaut so ein Triebwerk dann in der Animation aus. Also, gut, man sieht die ein- und austretende Luft. Man sieht hoffentlich, dass hier der Verdichter und der Nieder, also der Verdichter, die Nieder, der Niederdruckverdichter langsamer dreht als der Hochdruckverdichter. Der Hochdruckverdichter wird von einer Hochdruckturbine angetrieben, die natürlich auch dann schneller dreht. Und die Niederdruckturbine dreht halt, wie gesagt, entsprechend langsamer, nämlich mit der gleichen Drehzahl wie Fan und Niederdruckverdichter, weil es nämlich alles auf einer Welle ist. Und insgesamt ist das halt dann ein zweiwelliges Triebwerk. Außerdem ist das Abgas heiß, das sollen diese roten Pfeile hier hinten verdeutlichen. Jo. Dazu Fragen? Hier sehen Sie übrigens nochmal die Nummern der Stationen. Gut. Und auch das sei erwähnt, es gibt auch dreiwellige Triebwerke, die baut aber ausschließlich die Firma Rolls-Royce in England. Sehr aufwendig, haben aber den Vorteil, sind halt noch ein bisschen ökonomischer, weil diese Triebwerke sich im Teillastfall noch etwas besser an die Betriebssituation anpassen können. Also solche Turbomaschinen, die haben halt Auslegungspunkte, wo sie halt besonders wirtschaftlich arbeiten. Und wenn man sie außerhalb ihrer Auslegungspunkte betreibt, dann geht der Wirkungsgrad relativ bald schnell runter. Und dieses Runtergehen des Wirkungsgrades ist aber beim Dreiweller am wenigsten stark, soll heißen, also wenn man den außerhalb seines Auslegungspunktes betreibt, hat man noch am ehesten einen guten Wirkungsgrad. Das ist halt der Vorteil. Ja, ansonsten ist natürlich drei Wellen aufwendiger als zwei. Gut. Ja, damit bin ich durch die Vorlesung durch. Es kommen noch ein paar Übungsaufgaben. Kann sein, dass ich da jetzt noch eine vielleicht noch zufüge. Und wie beim Vorlesung halten, kommt mir immer noch die eine oder andere Gedanke. Ansonsten liegen wir ja sehr gut in der Zeit. 1,5 Stunden sind um. Gibt es Fragen?
Ich hätte eine Frage zum Vorlesungsablauf, aber... Ja klar, sicher gern. Mhm, dann. Ich hatte jetzt, also falls jetzt jemand eine andere Frage hat, aber kann er sich ja noch überlegen jetzt. Genau. Und zwar hatte ich ja die Vorbereitungsfragen, die wir jetzt davor bekommen haben, schon gemacht. Wie sieht denn das da aus mit Lösungen oder so? Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie richtig sind. Teilweise haben wir es jetzt in der Vorlesung auch, kamen da ein paar Sachen ran. Mhm. Aber so eine Musterlösung zu wissen. Ja, also bei den Rechenaufgaben habe ich immer Musterlösung angegeben, das haben Sie vielleicht schon gesehen. Bei den Verständnisfragen typischerweise nicht. Das ist nachher auch bei der Lasermesstechnik auch so. Das ist immer auch, ich will Ihnen da auch jetzt nicht zu sehr Texte vorkauen, aber man soll sich ja was damit beschäftigen und eigentlich müsste man es dann auch selber beantworten können. Darum wäre es mir nicht das Liebste, wenn Sie tatsächlich sich unsicher sind, dann fragen Sie mich doch. Ist dann ja auch eine ganz nette Wiederholung für die anderen. Oder wenn Sie Ihre Lösung mal vorlesen wollen. Allerdings müsste ich dann auch erstmal auf die Fragen wieder gucken. Die sind auch relativ lang. Also ja, okay. Ja. Also ich habe es relativ ausführlich gemacht, deswegen... Gut, oder sag mal so, ist ja eine gute Wiederholung, dann würde ich sagen, sprechen wir jetzt nochmal kurz drüber. Ja? Ja, Wiederholung vom letzten Mal, dann, Sie sehen ja wahrscheinlich meinen Bildschirm noch. Hm. Projiziere ich jetzt mal die Fragen. Wie Sie sagen, manches davon ist ja heute sogar nochmal dran gekommen. Ja, wie nennt sich der offene Kreislauf, der offene Kreisprozess im Falle eines benzinbetriebenen Kolbenmotors und im Falle eines Turbojet-Triebwerks? Also, das ist immer dieses Wort Zyklus, ne? Im einen Fall ist es der Zyklus, im anderen Fall der Zyklus. Ja, also wenn ich mir jetzt, ich weiß nicht, wie viel Zeit die anderen haben, also so habe ich es auch, die Frage 1.2, da war ich mir aber, da ist mir jetzt nicht auf Anhieb eine Lösung auch eingefallen, okay. Beziehungsweise wusste ich auch nicht, nach was ich gucken soll. Okay. Oder hatte nicht das Gefühl, dass wir das, wir hatten das bestimmt, aber auch beim Durchgucken des Videos ist mir das nicht so, finde ich, kann ich das auch nochmal mit der meiner Lerngruppe mal besprechen. Okay. Erstmal und dann würde ich sagen, gucken wir, wenn sich das geklärt hat, ja, fürs nächste Mal. Okay. Ich will ja auch niemanden aufhalten. Ja, Sie wollen wissen, okay, gut. Dann, ich vermute mal, also gut, die 1.2 geht schnell. Ja? Welches Aggregat ist den größeren mechanischen Belastungen ausgesetzt? Turbo, also Kolbenmotor oder Turbomaschine? Gut, ich glaube, das ist klar. Ne? Der Kolbenmotor, weil da gibt es Explosionen drin. Das ist natürlich die größere mechanische Belastung. So, dass hier die ganze Zeit bei mir irgendwas aufploppt. Und dann, wie viel Prozent der Zeit befindet sich das jeweilige Aggregat bei der Energieumwandlung? Also das ist die Frage, wo Sie wahrscheinlich keine Antwort drauf wissen, weil das habe ich in der Vorlesung auch wirklich nicht gesagt. Ja, genau, das hat mich ein bisschen verunsichert. Genau, da sind Sie unsicher, darum gehe ich da gerne drauf ein. Also erstmal die Turbomaschine, wie viel Prozent der Zeit findet Energieumsatz, oder sagen wir mal so, das Ansaugen von Luft ist sicherlich kein Energieumsatz. Ja, das braucht ein bisschen Energie, aber das sei mal vernachlässigbar. Also hier arbeitet die Maschine, aber es wird nicht im Grunde groß Energie umgesetzt. Beim Verdichten stecke ich zwar Energie rein, die kriege ich beim Expandieren theoretisch wieder. Es ist auch kein echter Umsatz. Ne? Also eigentlich nur beim Verbrennen. Und jetzt kann man sich fragen, nehme ich da diesen Zeitpunkt, wo es explodiert? Und sinniger fände ich zu sagen, die Explosion plus die anschließende, also wenn der Kolben nach unten geht, dann entziehe ich der Luft ja wirklich Energie. Das ist der Punkt, wo ich also ja wirklich Energie umsetze, sprich chemische Energie wird erst in thermische umgewandelt und dann in mechanische. Und damit würde ich sagen, es ist ein Viertel der Zeit, findet hier wirklich Energieumsatz statt und in restlicher Zeit halt so war das gemeint, nicht. Genau. Wohingegen hier beim Turbotriebwerk, ich würde jetzt sagen, fast kontinuierlich oder? Genau, also ist kontinuierlich. Das heißt, hier hat man schon Faktor 4 im Leistungsgewicht schon einen Vorteil. Ne? Wenn ich ein Viertel der Zeit nur Energie umsetze, den Rest der Zeit nicht, ist halt ungünstiger, als wenn ich die ganze Zeit Energie umsetze. Ne? Genau. Gut, also gut, das hatte ich in der Vorlesung tatsächlich nicht erwähnt, das ist mir danach erst eingefallen. Das kann, nee, das hat mich nur, also das hat mich nur gewundert. Ich dachte, auch beim Nachgucken habe ich es nicht dann herausgefunden. Ja. Gut, mit dem Leistungsgewicht, das ist ja auch klar, ist ja auch die Turbomaschine dann. Natürlich auch besser. Und zwar aus beiden Gründen. Erstens, ich muss die nicht so solide bauen, weil sie die mechanische Belastung geringer ist und dann setzt sie auch permanent Energie um und nicht nur ein Viertel der Zeit. Und das führt halt beides zu einem höheren Leistungsgewicht.
Okay, gut. Dann hat sich meine Frage auch geklärt. Okay, also das war nur die einzige Aufgabe. Ah, okay, alles klar. Gut. Ja. Der Rest war ja eigentlich klar. Okay, wenn der Rest klar ist, das finde ich natürlich auch gut, weil das heißt, sie haben verstanden, was ich ihnen erzählt habe. Oder konnten zumindest aus den Folien und dem Film sich dann extrahieren. Genau, richtig. Die sollen ja auch ein bisschen zum Nachdenken sein, dass man nochmal nachdenkt. Und also wie gesagt, eine Frage ist mir jetzt bei der Vorlesung jetzt auch nochmal eingefallen, wo ich bisher noch nicht drauf gekommen bin. Gut. Dann danke. Ja, keine Ursache, freut mich. Also ich sage, ich freue mich über Fragen, weil dadurch wird es ja auch für mich lebendiger und ich kriege ein kleines Feedback. Okay, nichtsdestotrotz, wenn es das war für heute, ich bemühe mich, den Film mal wieder online zu stellen. Ich bemühe mich auch, dass Moodle die Filme laufen, aber im Augenblick habe ich noch nicht rausgekriegt, wie es geht und darum lade ich die so lange im YouTube-Kanal. Also, dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Jetzt komme ich nochmal mit.